hinweisen, dass es hier nicht nur um die GEZ an sich geht. Es geht tatsächlich um die Enteignung, die die Regierung an euch vornimmt. Es wird euch quasi gesagt, ihr sollt für Dienstleistungen oder Produkte zahlen, unabhängig davon, ob ihr sie wollt, ob ihr sie überhaupt konsumieren könnt, ob sie euch was nützen. Das bedeutet, dass wir dadurch den ganzen Markt verzerren. Das heißt, Unternehmen, die eigentlich unter wirtschaftlichen Bedingungen überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten können, gehen. Schön. Können Sie mal laut machen. Wir möchten also damit sagen, dass Unternehmen, die unter normalen Bedingungen, unter Konkurrenzdruck nicht wirtschaftlich arbeiten, und das hat einen Grund, es liegt daran, dass diese Unternehmen halt eine Dienstleistung oder Produkte bringen, die von den Menschen nicht nachgefragt werden. Diese Unternehmen würden in der wirtschaftlichen Bedingung pleite gehen. Wir allerdings sind gezwungen, diese Unternehmen zu bezahlen, zu finanzieren. Und diese Unternehmen bringen dann quasi eine Leistung, die nicht nachgefragt wird. Und ihr werdet nicht gefragt, ob ihr dafür zahlen sollt. Und trotzdem müsst ihr das machen. Und das Ganze unter staatlichem Zwang. Und in einer Demokratie, in der die Menschen, die das Recht haben, selber zu entscheiden, was sie wollen, in dem wir mündige Bürger haben, die selber entscheiden können, wie sie leben wollen, was sie mit ihrem Geld machen, welche Firmen sie unterstützen, welche Unternehmen sie unterstützen. Diese mündigen Bürger werden damit quasi entmündigt. Eine Partei der Vernunft wird dieses Jahr zur Bundestagswahl antreten. Wir möchten da auch eine direkte Demokratie einführen. Wir möchten quasi euch das Recht wiedergeben, selber zu entscheiden, was ihr macht. Das Ganze nach dem Schweizer Vorbild, das auch schon ganz gut funktioniert. Damit wir zur Bundestagswahl antreten dürfen, brauchen wir Unterstützungsunterschriften. Und zwar brauchen wir 2000 Unterstützungsunterschriften allein hier in Berlin. Hallo, ich bin Elke. Ich bin heute hierher gekommen, weil mich das furchtbar aufregt. Ich bin unverfügbar und seit Jahrzehnten. Und ich soll jetzt für ein Fernsehprogramm bezahlen, was ich gar nicht ansehe. Und das finde ich ungeheuerlich. Jetzt kostet es 18 Euro, im nächsten Jahr 25. Es handelt sich um eine Zwangsabgabe für eine nicht bestellte Leistung. Liebe Leute, das kann doch alles nicht wahr sein. Hallo, ich bin eigentlich Ausländer, ich komme aus Moskau und ich habe studiert hier und mich hat immer interessiert, wie sieht die ganze Leistung in Deutschland aus, weil ich komme aus Russland und in Russland ist es ein bisschen anders. Wir haben ja Staatsmedien, die wirklich vom Staat gezeigt werden und die dann Staatspropaganda betreiben dürfen. Hier in Deutschland heißt das nicht Staatspropaganda, aber wie ich jetzt die Nachrichten angesehen habe, die sind eigentlich nicht objektiv. Also man muss immer vergleichen, unterschiedliche Seiten anschauen. Und ich finde, die Leute haben das Recht auf die Objektivität bei den Nachrichten. Als erstes, als zweites haben sie, sollten sie immer die Wahl haben, das zu bezahlen, weil sie zu bezahlen haben. Weil das Problem ist ja, diese Abgabe ist ja einkommensunabhängig. Und das ist immer ein Problem für die, viel Geld haben. Wir haben ja auch solche Angaben in Russland, die heißen Schmiergelder bei uns. Hier ist das anders, das ist öffentlich, also es ist nicht verdeckt, aber trotzdem, also jeder sollte immer das Recht haben zu wählen. Und hier wird dieses Recht einfach abgeschafft. Gleichzeitig muss man, ich bin ja Informatiker, aber das Informatiker, die optimieren alles. Also dieses System sollte einfach mal optimiert werden. Weil wie ich sehe, wird einfach so viel Geld zusammengesammelt. Das sind 7,5 Milliarden haben wir dort. 7,5 Milliarden, wie viele Häuser für Kinder kann man damit bauen? Also wie viel Geld kann man für wirklich für nützliche Sachen ausgeben bei diesen 7,5 Milliarden? Also ich glaube, das Unternehmen wird einfach optimiert werden. Die geben das Geld aus, wo es gar nicht hingehört. Also dieses Geld sollte einfach übersichtlich aufgelistet werden. Es muss angeschaut werden, wohin es geht, wie das ausgegeben wird, von wem und warum. Und wenn irgendwas nicht stimmt, dann muss es entweder rückwirkend gemacht werden oder geändert werden. Also dieses System braucht eine Optimierung. Danke.
anknüpfen dazu können wir als Partei, unsere Stellung ist eben, wir wollen eben nicht, wir wollen auch, dass es optimiert wird, aber wir wollen eben den Leuten die Wahl lassen. Also unsere Optimierung sähe so aus, dass wir alles dafür tun würden, dass es freie Medien gibt, dass im Prinzip jeder Medien machen kann. Und als erstes müssen wir dazu natürlich ein Monopol abschaffen, weil ein Monopol natürlich diese Freiwilligkeit verhindert. Nun geht es nicht um irgendwie 18 Euro hier, sondern es geht darum, dass man immer neue kleine Einnahmequellen für den Staat schafft. Man splittet sozusagen in immer kleinere Einheiten, hier 2 Euro, hier 5 Euro. Man drüsselt es auf, ja, und am Ende ist genau, was der Vorgänger schon sagte, dass also Leute, die halt eben wenig Geld haben, an den unteren Einkommensgrenzen sind, die werden ja nicht einkommensmäßig davon betroffen, sondern die zahlen voll, die anderen, die zahlen es aus der Portokasse. Und es geht einfach nicht, dass man so undemokratisch verfährt. Früher war es, wie gesagt, eine Anstalt, da war man Mitglied, wenn man guckte, ist in Ordnung. Heute wird es einfach erweitert, es ist eine Steuer, hat Professor Degen hat auch festgestellt. Und ich hoffe sehr, dass also gegen diese fortschreitende Entdemokratisierung geklagt wird. Und ich hoffe, dass dieser Prozess besser ausgehen wird als das Alpha-Verfahren gegen den ESM. Ansonsten sehe ich für diese wunderbare Demokratie und für dieses schöne Deutschland, was ich sehr liebe, am Ende schwarz. Das wollte ich nur sagen. Ich bin Rentnerin und ich habe meinen Fernseher vor 10 Jahren abgeschafft, weil ich dann nur noch mit einem Zusatzgerät hätte sehen können. Und das wollte ich nicht. Und ich habe mich jetzt seit 10 Jahren nur auf meinen Rundfunkkrieg beschränkt und das reicht mir vollkommen. Und ich habe an den Deutschlandfunk geschrieben, an den Intendanten Herrn Stoll, und der hat mir mitgeteilt, dass er 39 Cent pro Person und Monat bekommt. Ich muss jetzt aber 3-mal so viel bezahlen wie noch im letzten Jahr. Also fast 18 Euro im letzten Jahr und jetzt bei 60 Euro im Quartal. Das ist ungerecht und deshalb mache ich hier auch mit. Und ich frage mich auch, bekommt denn die Intendanten genauso viel Geld wie die Putzfrauen? Wir werden gleich gemacht. Wir müssen, ob wir ein Gerät haben oder nicht, wir müssen 3-mal so viel bezahlen wie im letzten Jahr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Oberen genauso wenig oder so viel Geld bekommen wie jede Putzfrau, die dort im Rundfunk arbeitet. Danke. Ciao. Ich bin Johannes Meyer, ich komme aus Braunschweig und bin einer der Betroffenen, die gar kein Fernsehen konsumieren und trotzdem zahlen sollen. Das hat doch angefangen mit der Internetabgabe, oder? Ja. Warum soll ich, wenn ich nur das Gerät habe, was ich gar nicht für öffentlichen Rundfunk nutze, bereits etwas zahlen müssen? Das ist doch keine Freiheit in diesem Staat, oder? Gar nicht. Warum soll ich eine Zwangsabgabe zahlen, wo ich keine Wahl habe, ob ich sie zahlen möchte oder nicht, ob ich konsumieren möchte oder nicht? Ist das Freiheit? Nein. Ich frage mich, warum die Intendanten mehr verdienen als die Bundeskanzlerin. Sind die wichtiger? Anscheinend ja. Ich frage mich, warum wir so viele unterschiedliche Angebote brauchen. Ein paar wenige, die diejenigen informieren, die zahlen möchten, reichen noch. Wir brauchen noch nicht viel mehr Angebote als notwendig, oder? Und ich finde es eine Beschneidung meiner Grundrechte, dass ich nicht frei wählen darf, wo ich mich informiere, sondern dass ich pauschal zahlen muss. Ganz egal, ob ich es konsumiere oder nicht. Vielen Dank. Ich versuche jetzt mal eine Lösung zu präsentieren, weil man allein von der Kritik, wenn man es in die Politik sehen kann, kann man ja nicht leben. Weil dann hat man Stillstand, man geht nicht weiter. Und ich überlege einfach mal, wie könnte man dieses Problem lösen?
Das Problem an dem System, was man jetzt hat, das ist einkommensunabhängig. Das bedeutet, die Armen zahlen eigentlich prozentual viel mehr als die Reichen. Und eigentlich sollte dieses System, wenn der Staat staatliche Medien will, und muss auch solche Medien haben, also sollte hier eigentlich dafür sein, wichtig ist, dass diese Medien von jemandem bezahlt werden. Wie können die bezahlt werden? So wie es jetzt ist, so ist es schlecht, weil auch die Armen zahlen und die Reichen zahlen. Das sollte als Steuer ausgelegt werden. Das bedeutet, die Reichen zahlen vielleicht 40 Euro oder 30 Euro, die Armen zahlen vielleicht 1 Euro, 2 Euro. Also staatliche Medien müssen ja irgendwie finanziert werden. Also, da sollten die Leute schon mal zustimmen. Einerseits, andererseits, das Problem ist ja, dass in diesem System, wie es jetzt ist, es kaum kontrolliert wird. Keiner fühlt sich zuständig für die Kontrolle. Wieder gar nicht kontrolliert. Und wenn das als Steuer ausgelegt wird, dann wird der Staat das kontrollieren müssen. Weil die wollen ja weniger Steuern und zur Seite, zu einer oder zur anderen Seite schieben. Deswegen wäre es schon mal eine mögliche Lösung. Vielleicht gibt es hier noch mal andere Lösungen gleich. Okay, vielen Dank. Ich finde, es ist so, man sollte nur das bezahlen, was man sieht. Nachrichten müssen einem zugänglich sein, das ist ein Muss des Staates. Aber andere Sachen, finde ich, sollten so besteuert werden, wie derjenige es sehen möchte. Und nicht, dass gar nichts gesehen wird und die da oben nur Müll zeigen können. Werbung im Abendprogramm. Diese sowieso von der Pharma schon kriegen die Gelder, kriegen sie dann nochmal doppelt und das geht irgendwo nicht. Und wenn ich mir das nicht ansehen möchte, dann brauche ich auch nicht dafür zu bezahlen. Sehe ich so. Und ich hoffe, ihr auch. Jawohl. Na bitte. Also, noch einen schönen Marsch und ich hoffe, wir haben irgendwie positives Feedback, dass man uns gehört hat. Sehr gut, danke schön. Tschüss. Was kommt denn in den öffentlich-rechtlichen Medien? Fängt an um 6 Uhr. Wer vorschlägt Frühstücksfernsehen? Kochsendung. Dann, was kommt dann? Tierdokumentation? Wiederholung. Rosamunde Peter, 20:15 Uhr, Tagesschau. Tagesschau. Tierdokumentation? Wiederholung. Wiederholung. Musikantenstadel. Mutantenstadel. Nochmal eine Wiederholung. Oh, warte. Und nochmal eine Tierdokumentation. Nochmal Rosamunde Peter. Hallo? Also, das Totschlagargument, das hier immer kommt, ist, die GZ hat einen Bildungsauftrag. Also, ich habe mal den Studenten das angeguckt oder so. Da ist so eine Szene aus Marzahn und, naja, Bildungsauftrag, weiß ich nicht. Deswegen sehe ich das eigentlich so, man kann ja drüber reden, dass man einen Sender macht, auf dem man die ganze Zeit Nachrichten sendet, dann kostet aber nicht mehr als 3 Euro. Den kann man gerne erzählen. Deswegen gehe ich persönlich dafür, machen wir den einen Sender, den Rest können wir gerne wie bei Sky oder so als Pay-TV laufen lassen, dass der, der das zahlen will, gerne zahlen. Ich schaue nicht. Dankeschön. Was man auch wissen muss, ist, dass oft die Privaten eigentlich ein großes Kartell sind, die kleinen, investigativen, wirklich unabhängigen, kritischen Journalismus, der ja wirklich dann der Bildungsauftrag wäre, das kommt da gar nicht vor, weil für die Satelliten, die Lizenzen, die sind so teuer, dass das niemals irgendein kleiner Investigativjournalist bezahlen kann. Das ist alles ein System, das scheinbar von oben nach unten bestimmt, was da kommt. Im Zentrum der angeblich so unabhängigen Medien und den unabhängigen Medienberichten. Zentrum der Medienmacht! Hauptsächlich findet hier eher Hofberichterstattung für die Berliner Republik statt. Pharma-Lobby! Ich möchte mal was zum ökonomischen Gesichtspunkt sagen.
sehr viele Geringverdiener, Alleinerziehende, werden seit diesem Jahr in unglaublicher Weise mit mehr Belastung, werden seit diesem Jahr unerträglich mehr belastet. Viele, die bisher Radio gehört haben 6 Euro bezahlt, sollen jetzt 18 Euro im Monat bezahlen. Für Medien, für Wetten, das, für Millionen, für die Bundesliga, für Gottschalk, für Jauch, was ihr alles gar nicht sehen wollt, für Volksverblödung und Volksverdummung. Wir wollen nochmal über Politik reden. Was wird denn eigentlich berichtet in ARD und ZDF? Wer redet zum Beispiel über die Probleme, die in Berlin herrschen? Abends um 8 der Tagesschau hören wir Syrien, Israel, USA. Wer berichtet über Deutschland, über die Probleme in Berlin? Das wird alles totgeschwiegen von den öffentlich-rechtlichen Medien. Dafür will ich nicht bezahlen. Nur Hochberichterstattung von ARD und ZDF. Gesetze beschließen, vor was ich bezahlen soll, was nicht. Hinterher stellt sich raus, dass sie rechtlich überhaupt nicht befugt sind, gar nicht zuständig sind für das, was sie beschließen. Ich sehe unsere Demokratie in Gefahr. Richtig. Mit dieser Art und Weise über die Köpfe der Bürger hinweg abzuzocken, wird die Demokratie in diesem Land kaputt gemacht. Ich hoffe, dass diese Partei im Herbst antreten wird, dass sie genügend Stimmen bekommt, um im Herbst anzutreten und gegen die etablierten Parteien bestehen kann. So, wir nehmen uns jetzt im ARD-ZDF-Hauptstadtstudio im Zentrum der angeblich so unabhängigen Medien und den unabhängigen Medienberichten. Hauptsächlich findet sie eher Hofberichterstattung für die Berliner Republik statt. Hammerlobby. Ich möchte mal was zum ökonomischen Gesichtspunkt sagen. Sehr viele Geringverdiener, Alleinerziehende werden seit diesem Jahr in unglaublicher Weise mit mehr Belastung werden seit diesem Jahr unerträglich mehr belastet. Viele, die bisher Radio gehört haben 6 Euro bezahlt, sollen jetzt 18 Euro im Monat bezahlen. Für Medien, für Wetten, das, für Millionen, für die Bundesliga, für Gottschalk, für Jauch, was ihr alles gar nicht sehen wollt, für Volksverblödung und Volksverdummung. Wir wollen nochmal über Politik reden. Was wird denn eigentlich berichtet in ARD und ZDF? Wer redet zum Beispiel über die Probleme, die in Berlin herrschen? Abends um 8 der Tagesschau hören wir Syrien, Israel, USA. Wer berichtet über Deutschland, über die Probleme in Berlin? Das wird alles totgeschwiegen von den öffentlich-rechtlichen Medien. Dafür will ich nicht bezahlen! Nur Hofberichterstattung von ARD und ZDF. Gesetze beschließen, vor was ich bezahlen soll, was nicht. Hinterher stellt sich raus, dass sie rechtlich überhaupt nicht befugt sind, gar nicht zuständig sind für das, was sie beschließen. Ich sehe unsere Demokratie in Gefahr. Richtig. Mit dieser Art und Weise über die Köpfe der Bürger hinweg abzuzocken, wird die Demokratie in diesem Land kaputt gemacht. Ich hoffe, dass diese Partei im Herbst antreten wird, dass sie genügend Stimmen bekommt, um im Herbst anzutreten und gegen die etablierten Parteien bestehen kann. Der hat ja schon was sehr Wichtiges gesagt heute. Er hat nämlich gesagt, um eine faire Finanzierung dieses Fernsehens zu erreichen, müsste man eine Steuer draus machen. Das ist soweit erstmal richtig. Die Sache ist natürlich, es wird uns ja immer so getan, ziemlich zynisch, wie ich finde, wird uns untergejubelt, dass dieses Fernsehen unabhängig ist. Das ist Unsinn. Das ist, wie eben schon gesagt, ist das letztendlich eine meinungsfache Hofberichterstattung. Da
Dann möge man aber bitte auch so ehrlich sein, die Steuern rausmachen und sagen, das ist Staatsfernsehen. Und insbesondere in Zukunft darauf achten, dass man sich selber immer von oben herab über russisches Staatsfernsehen oder iranisches Staatsfernsehen berichtet. Ja, genau. Es ist nicht so, dass das deutsche Staatsfernsehen an diesem Fall ist. Vielen Dank. Ja, geil, immer Flugzeug, wir haben keinen Fernseher mehr. Ich bin auch Kleinunternehmer, ich habe eine kleine Autowerkstatt und jetzt wird auch noch sozusagen ein Beitrag fürs Fernsehen in meiner Autowerkstatt erhoben. Da sagen wir, haben die einen Knall? Die schwimmen doch wohl. Meinen diese Leute, dass sie den ganzen Tag Fernsehen gucken? Da kommen wir ja gar nicht mehr zum Auto reparieren. Was soll denn der Scheiß? Wie ist das mit anderen Unternehmen? Gucken die pausenlos Fernsehen? Hallo? Da stimmt doch was nicht. Also, man muss die GEZ boykottieren. Boykottieren! Einfach nicht mehr bezahlen! Saft abziehen! Boykottieren! Boykottieren! Ich habe keinen Fernsehen und ich bezahle dafür nicht. Ich habe seit 15 Jahren keinen Fernsehen. Ich habe seit 15 Jahren dafür nicht bezahlt. Ich bezahle meine Zeitung, ich habe ein Abo und dafür bezahle ich. Das lese ich, dafür zahle ich. Punkt. Also mir geht es so ähnlich wie meinem Vorredner. Also meine Familie und ich, wir haben alle keinen Fernseher zu Hause. Wir wollen auch keinen. Die Steuer lehne ich auch ab, weil das eine Gleichstellung ist von allen, ob sie einen Fernseher haben oder nicht. Und das finde ich auch nicht richtig. In anderen Ländern ist es möglich, Sender zu verschlüsseln. Und diejenigen, die ihre Gebühren bezahlen, können den Fernsehen anschalten und die Sender sehen. Und das finde ich richtig. Die GEZ hat bei uns über Jahre hinweg Briefe geschrieben, wir sollen endlich unseren Fernseher anmelden. Haben sogar Personen geschickt, die nachprüfen sollten, ob wir nicht ein Fernsehgerät betreiben. Das ist einfach Geldverschwendung. Das ist Mafia. Das ist Mafia, genau. Und ich lehne es ab, ich boykottiere das auch. Ich habe ein Radio zu Hause und also die Gebühren für das Radio, die bezahle ich schon seit jeher. Aber ich habe keinen Fernseher. Ich will auch keinen, will mich auch nicht dazu zwingen lassen, Gebühren dafür zu bezahlen, dass ich keinen Fernseher betreibe. Ja, hallo, ich bin Roger aus Schöneberg. Einen Fernseher. Ich kann mich erinnern, früher bei meinen Eltern gab es einen und den habe ich nur angemacht, wenn ich wirklich extreme Langeweile hatte. Und ich weiß nicht, ob ich wegen Langeweile da nicht eine andere Therapie finde, die mich ein bisschen gesünder macht. Und ich finde auch das ganze System, wenn wir da einmal anfangen, das ist jetzt wirklich ein Wendepunkt und eigentlich die Uhrzeit, wo wir losgegangen sind, 5 Minuten nach 12, die war auch richtig gewählt, weil 5 Minuten vor 12 ist es nicht mehr. Wir sind eigentlich schon viel zu spät mit dem Protest und mich hat es gewundert, dass da nicht eine Riesenwelle losgegangen ist letztes Jahr, bevor das die Stunde 0 geschlagen hat. Denn was wir jetzt haben, ist etwas, was wir auf Dauer so nicht halten können, weil wir haben eine Zwangsabgabe jetzt eingeführt oder sie wurde eingeführt, wir haben es ja nicht gemacht. Und wen wir finanzieren, ist ein Apparat, ein öffentlicher Medienfilz, anders kann ich ihn nicht bezeichnen. Vorredner haben es schon angesprochen, Gehälter von 300.000 Euro im Jahr für die Intendanten, das ist mehr als eine Bundeskanzlerin, das ist ja nicht nur eine Anstalt. Muss das sein? Ist das überhaupt gerechtfertigt? Und wird das Ganze dann in dem Moment, wo es sehr gesellschaftlich ist, diese Kosten nicht zur Selbstbedienungskasse? Ist es ja eigentlich schon geworden, die Leute wissen schon gar nicht mehr wohin mit den ganzen Milliarden und schaffen deswegen ständig neue Kanäle und neue Techniken und dies und jenes. Außerdem stelle ich mal in Frage, ob man überhaupt einen Wohnsitz in der Bundesrepublik braucht, um dieses Programm empfangen zu können. Ich kann es mittlerweile von überall auf der Welt per Internet empfangen, wenn ich das möchte. Und wieso begründet sich diese
dieser Beitrag darauf, dass ich hier in Deutschland eine Wohnung oder eine Dienststelle habe. Also völlig verfehlt, das Ganze hat überhaupt keine Grundlage. Es ist im Prinzip ein Unternehmen, was mir eine Gebühr abverlangt für eine Sache, die ich nicht bestellt habe, die ich auch nicht nutzen will. Weg damit! CDF und ARD tun meinem Schädel weh! CDF und ARD tun meinem Schädel weh! Also, mein Name ist Matthias, ich komme aus Luckau, das ist Süde von Berlin. Und die größte Feigheit finde ich daran, dass es dem gleichkommt, dass beispielsweise der kein Auto hat, zahlt auch keine Kfz-Steuer. Der kein Einkommen hat, zahlt keine Lohnsteuer. Und dann aber alle eine Zwangsabgabe für ein Fernsehprogramm bezahlen, was wir also im größten Teil gar nicht nutzen, weil einfach die privaten Sender viel gefragter sind. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum Highlight des Tages, das ARD-Hauptstadtstudio. Ich bitte Sie, schön Krach zu machen, damit die Leute auch mitkriegen, dass wir da sind. Hey! Hey! Scheiß Kisten! Scheiß Kisten! Und jetzt alles nach. Schluss mit der GZ! Schluss mit der GZ! Vor ungefähr 3 Monaten waren wir hier mit ungefähr 10 Leuten und haben eine Anti-GEZ-Demo gemacht. Wir sind zurück! Dass wir einfach ein sehr positiver Protest sind, weil wir hier mit GEMA-freier Musik gegen die GEMA und gegen die GEZ-Geschichte protestieren. Wir bauen uns unsere eigenen Alternativen einfach selbst auf und lassen dieses System einfach fallen und erzählen einfach die Grundlage. Richtig. Wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann möchte ich die Wahl haben, mich dagegen entscheiden zu dürfen. Und diese Wahl hat man mir genommen. Und darum heißt die Devise Zwangsabgabe, nein! GEZ-Boykott! GEZ-Boykott! Das ist doch auch eine schöne Sache. Hat da jemand eine Idee? Ich höre... Diebe, Räuber, raus! Warum wir hier sind? Wir sind hier, weil wir gegen dieses GEZ-Zwangsabgabe demonstrieren. Wir sind einfach Menschen, die sich das überall gefallen lassen, dass sie Sachen bezahlen, die sie nicht bestellt haben, die sie nicht möchten, die sie vielleicht gar nicht empfangen können. Oder wir haben auch gerade in Berlin viele Menschen hier, die gar nicht die deutsche Sprache sprechen und trotzdem dafür bezahlen müssen, das ist ein deutsches Programm zu sehen. Das heißt, sie verstehen noch nicht mal, was da kommt. Es gibt noch ein paar andere Themen, jetzt kommen wir unterwegs, die ganze Menge Sachen angesprochen, eine ganze Menge Fakten, ein paar wurden auch noch vergessen, manche auch falsch interpretiert. Wichtig ist
ist auf jeden Fall, wir sind heute hier, wir demonstrieren und wir möchten damit unterstützen die Petition. Wir haben eine Online-Petition gestartet. Wir haben jetzt bereits 130.000 Menschen unterschrieben. Die wird Mitte April dann wieder hier im Senat vorgelegt zur Abschaffung der GEZ. Mit diesem Auftritt hier möchten wir die Petition in der Zeit unterstützen. Wir wollen zeigen, dass der Rückhalt im Volk da ist. Es gibt dann eine ganze Menge Argumente, die immer für die GEZ gebracht wurden. Einer davon war zum Beispiel, dass der Staat eine Pflicht hat zur Mindestversorgung. Diese Pflicht zur Mindestversorgung, die steht in einem Vertrag, in dem Ratio- und Staatsvertrag. Und dieser Vertrag wurde vom Herrn Bürgermeister Wobereit im Namen des Volkes unterzeichnet. Wenn aber dieses Volk sagt, wir haben eine Mindestversorgung durch Private, durch Zeitungen, durch Internet, dann kann man das auch abschaffen. Die Grundversorgung ist erstens gewährleistet und zweitens wird im Namen des Volkes entschieden. Und das Volk steht hier und sagt, nein, wir möchten das nicht. Es gibt auch bei der GEZ eine ganze Menge andere Aspekte, die man bedenken sollte. Zum einen wurde denen jetzt auch erlaubt, dass sie halt die Daten von euch einholen können. Die müssen ja wissen, wer von euch alles zahlen soll. Dass sie auch ja keinen vergessen. Ne? Man kann auch mal wenn man jetzt auf die Aspekte der Grundversorgung eingeht, könnte man natürlich auch mal nachfragen, ist es denn gerechtfertigt, dass wir ARD, ZDF, Dreisat, Phoenix, 9 regionale Sender, 67 Radiosender, 6 HD-Sender und den Internetauftritt als Grundversorgung noch bezeichnen kann? Der Günther Jauch verdient bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehen, verdient er pro Minute über 4.000 Euro von eurem Geld. Wir möchten die GEZ-Gebühr komplett abschaffen, dafür ist auch diese Online-Petition da. Weil wir sagen, die Menschen, wir haben das jetzt bei den verschiedenen Redebeiträgen gemerkt, die Menschen sind bereit, freiwillig für Informationen zu zahlen. Sie sind auch bereit, freiwillig für Unterhaltung zu zahlen. Allerdings sollen sie dann auch entscheiden, welche Unterhaltung und welche Informationen. Und gerade kleinere Medien, investigative Medien, Medien, die halt wirklich noch die Gegenseite auch mal zu Wort kommen lassen, diese werden von euch bezahlt, wenn ihr freiwillig die Möglichkeit dazu habt. Die Öffentlich-Rechtlichen haben ein Budget, ausgerechnet von denen, was jetzt kommt auf die rechnen natürlich mit einem gewissen Mehreinnahmen. Sie rechnen mit 9 Milliarden Euro, die sie pro Jahr ausgeben können, von eurem Geld, um euch zu informieren, aber nur mit den Sachen, von denen sie der Meinung sind, dass ihr sie wissen sollt. Wir möchten investigative Medien, private Medien, freie Medien unterstützen, indem die Konkurrenz der Zwangsgebühr und zwangsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen wegfällt. Die können sich gerne per Pay-TV-Prinzip, wurde angesprochen, finanzieren. Das ist mir eigentlich egal, wie die es machen. Wichtig ist halt nur, dass die Menschen dafür zahlen, was sie haben wollen und dann auch die Leistung bekommen, für die sie bezahlt haben. Und weiter wichtig ist auch, dass die Menschen die Möglichkeit haben, wenn sie diesen Vertrag unterschrieben haben, dass sie auch die Möglichkeit haben, den zu kündigen. Es gibt in diesen Verträgen noch eine ganze Menge andere Sachen, die da drin stehen, die ganz interessant sind. Zum einen ist es so, dass zum Beispiel jetzt die Unternehmen alle mit bezahlen müssen, und zwar für ihre Gebäude, für ihre Angestellten, für ihre Fahrzeuge. Die Logistikbranche zum Beispiel hat eine ganze Menge von diesen Fahrzeugen. Die bezahlen das alles. Und die Logistikbranche wurde durch die Steuer, durch verschiedene Kfz-Steuern, durch die Maut, durch die erhöhten Steuern auf den Benzin, wurden die schon geschrottet ohne Ende. Die müssen die Preise weitergeben. Das heißt, ihr bezahlt nicht nur die GEZ-Steuer, wenn ihr die an die GEZ direkt überweist. Ihr bezahlt die Steuer auch bei jedem Einkauf, denn da werden die Preise draufgelegt. Das ist der nächste Aspekt. Eine ganz interessante Sache ist auch zu finden in den Satzungen der einzelnen Landesrundfunkanstalten, also für Berlin ist es der RBB. Da steht jetzt drin, wie ihr die zu zahlen habt. Und zwar dürft ihr die nur noch bezahlen, indem ihr sie entweder überweist mit einer Direktüberweisung oder als Dauerauftrag.
Das bedeutet, dass jeder von euch jetzt dadurch durch die Hintertür auch noch gezwungen wird, ein Girokonto zu haben. Wenn man sich die Gegebenheiten in Zypern anguckt, ist das schon eine komische Sache, oder? Dass hier gerade jetzt alle gezwungen werden, ein Girokonto zu haben, während da unten die ganzen Konten gesperrt werden und die gar nicht mehr an euer Geld rankommen. Das ist ein Aspekt, den sollte man vielleicht gar nicht mal so vergessen und mal im Hinterkopf behalten. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz recht herzlich bedanken, dass ihr alle hier seid, dass ihr zeigt, dass Demokratie funktioniert, wenn, dass die Menschen von dem Recht auf Demokratie Gebrauch machen, dass sie hierher kommen, ihren Unmut zeigen. Ich hoffe, dass die Petition erfolgreich wird. Wir werden Mitte April diese Petition dem Senat übergeben. Die läuft jetzt noch bis zum 2. April, also ihr könnt auch alle noch unterschreiben, jeder, der es noch nicht gemacht hat. Bisher waren es 130.000 Leute, die da schon dahinter stehen, bundesweit. Es wäre natürlich auch nett, wenn ihr uns dann die Chance gebt. Wir wollen dieses Jahr zur Bundestagswahl antreten. Wir brauchen die Unterstützungsunterschriften, 2000 Stück in Berlin. Jeder, der dafür unterschreiben möchte, dass wir auf den Wahlzettel kommen, dass ihr sagt, Demokratie wächst mit den Wahlmöglichkeiten. Wir geben der Partei eine Chance, auf den Wahlzettel zu kommen. Eine Partei, die uns vertritt, kann das gern tun. Ihr könnt auch gerne immer bei uns vorbeikommen. Im Internet findet ihr ganz leicht, wo ihr uns überall findet. Wir sind für euch da. Ist also immer erreichbar. Und ich möchte euch nochmal danken. Ich möchte auch nochmal der Polizei danken, dass sie uns diese Aufsicht hier ermöglicht hat, dass sie auch gerade am Anfang war sie noch sehr kalt, dass sie uns da... Genau, machen wir bitte noch ein paar Applaus für die Jungs! Ja. Okay, ich habe hier noch den Sprecher, der nochmal zu euch sprechen möchte. Also probieren wir es nochmal. Dankeschön für euch, an euch. Und wie gesagt, danke für jeden, der schon unterschrieben hat, der unterschreiben möchte noch. Jeder, der die Petition unterstützt und jeder, der zeigt, dass Demokratie halt funktioniert, indem wir auf die Straße gehen, indem wir nicht zu Hause sitzen und uns von den öffentlich-rechtlichen berieseln lassen. Dankeschön. Ich bin hier Berliner, ich bin fast 62 Jahre alt und ich war zur selben Zeit, vielleicht auch ein halbes Jahr früher, vor über 20 Jahren, nämlich im Oktober, November, Dezember 1989, auch hier in der Gegend unterwegs. Und zwar in jeder Woche, an jedem Wochenende. Wir haben uns um 16.15 Uhr auf dem Alexanderplatz getroffen. Erst waren es 20, dann waren es 200, dann waren es 20.000 und am 4. November waren es 1 Million Demokraten, die auf der Straße gesagt haben, wir haben davon die Schnauze voll. Wenn wir das nicht auch so machen, werden wir übergangen werden, wie seinerzeit immer alle kleinen Gruppen übergangen worden sind. Man hat uns lächerlich gemacht, man hat uns kriminalisiert, man hat uns diskreditiert, man hat uns die Arbeit genommen, man hat uns das Einkommen gestrichen, man hat uns die Konten gesperrt. Aber wenn wir Hunderttausende sind, wird das nicht mehr passieren. Wenn Demokratie unten stirbt, stirbt sie oben in den Köpfen auch. Und in den oberen Köpfen, glaube ich, ist sie schon lange gestorben. Also Leute, auf ein neues. Sehen wir uns wieder. Bringt alle eure Freunde, bringt alle eure Bekannten, bringt eure Arbeitskollegen mit. Beim nächsten Termin sind wir 100.000. Könnt ihr mich hören? Ja. Nein. Ja. Mein Name ist Johannes Sondermann von der Alternative für Deutschland hier in Berlin. Hi, ja. Hey, hallo. Ich hoffe, ihr seid, Ich hoffe, ihr seid, habt euren Mitgliedsantrag schon ausgefüllt. Ich habe natürlich auch schon seit 15 Jahren keinen Verblödungsapparat mehr. Ja, Fernsehen kann man ja nicht mehr nennen.
Ja, die GEZ-Medien sind wesentlich verantwortlich für die Politikverdrossenheit in unserem Land. Die erfüllen eben nicht mehr ihren Bildungsauftrag, den sie vorgeben. Ja. Sondern das ist ein Propaganda-Auftrag, was sie da machen. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürger, wenn Anne Will behauptet, Zitat, wir sind alle für den Euro und 65% der Deutschen sind aber gegen den Euro, dann vertreten die GEZ-Medien einfach nicht mehr den Willen des Volkes. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, da haben die staatlichen Medien massiv gegen die Poltex in Großbritannien getrommelt. Das hier ist keine Abgabe, das ist in der Wirklichkeit hier auch eine Kopfsteuer, die wir hier zu zahlen haben. Die ARD, die hat es geschafft, in Ungarn eine Demonstration von 500.000 Menschen gegen die Politik der EU totzuschweigen. Und stattdessen hat sie eine ganz kleine Pro-Euro-Demo groß im Fernsehen gebracht. Warum bringt dieser 20 Jahren Berichterstattung gegen Italien? Ja, weil sie sich fürchten vor den Medienverhältnissen in Italien. Ja, warum werden die italienischen Politiker als Clowns dargestellt? Ja, weil sie die Angst haben vor den italienischen Politikern. Und wenn ein Kanzlerkandidat der SPD, der eigentlich ein Vizekanzlerkandidat einer real existierenden großen Koalition ist, wenn der eine italienische Politiker als Clowns bezeichnet, dann steht auch fest, dass er auch schon anfängt, die Lügen seiner eigenen Medien zu glauben. Und da wird die Staatspropaganda, wenn die Zensur so weit geht, wirklich gefährlich. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger. Wir haben niemals darüber abstimmen dürfen, ob wir die GEZ-Gebühr wollen. Und der tiefere Grund dafür ist, wir durften eigentlich, ja hier der Mitbürger aus den neuen Bundesländern, da durfte wenigstens die Volkskammer abstimmen, zumindest ob wir dem Grundgesetz beitreten wollen. In Westdeutschland wurden wir nie gefragt, ob wir niemals dem Grundgesetz wirklich zustimmen. Und das ist eigentlich auch das Kernproblem, warum die GEZ hier weiter sich immer mehr vom Volk entfernt. Jetzt ist geplant, dass wie funktioniert diese Manipulation durch die GEZ-Medien? Die funktioniert dadurch, dass immer wieder vor Bundestagswahlen drei Wochen vorher sogenannte Kanzlerkandidaten im Staatsfunk sich äußern dürfen. Ich kann mich entsinnen, 1980 waren wenigstens noch alle Bundestagsparteien zu Wort gekommen. Seit 2002 ist es jetzt so, dass nur zwei Parteien überhaupt Kanzlerkandidaten an die Runde schicken dürfen. Und das soll jetzt 2013 wieder so sein. Meine Damen und Herren, wir müssen wirklich alles tun, politisch, auch rechtlich, um das zu verhindern mit unserem Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4. Schluss mit der Einheitspartei! Weg mit der Einheitspartei! Weg mit dem Blockpartei! Ja, und wenn ein Verfassungsrichter, der, ich weiß nicht wieso, noch in der CSU ist, ein Gefälligkeitsurteil macht und behauptet, Internet sei Rundfunk, dann zeigt das eigentlich, wer auch noch hinter der GEZ steht. Das ist nämlich die versammelte, die öffentlichen Gerichte, die, dass die, die
diese GEZ-Gebühr auf Biegen und Brechen verteidigen wollen, weil sie auch fürchten um ihre Freunde. Das ist ein Skandal. Und die neue Dimension ist halt so, dass jetzt versucht werden soll, ab diesem Jahr auf unsere Konten zuzugreifen, wenn wir die Gebühr von 17,98 nicht zahlen. Ja, und da soll man gerade bei der Entwicklung von Zypern noch mal vielleicht darüber nachdenken, wie unentbehrlich wirklich ein Konto für den einen oder anderen ist. Deswegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lasst uns gemeinsam kämpfen, dass alle Parteien bei der Kanzlerkandidatenrunde im September zu Wort kommen. Da ich bedanke mich. Wieder. Also schon mal was dauern. Вы сами куда делся? А где женщины? Это нам отлично, да? Мы сама женщины. Звучит чуть не серьезно. Да, куда он делся? Also wir haben jetzt noch ein offenes Mikrofon, wer etwas auf dem Herzen hat, wer meint, dass die Leute etwas mitkriegen sollten, wer was zu sagen hat, ist sehr herzlich willkommen. Also was wir auch immer wieder erleben in Europa, ist, dass man uns verspricht, eine bestimmte rote Linie nicht zu überschreiten und dann überschreitet man sie doch und gibt uns eine neue rote Linie, die man dann verspricht, wieder nicht zu überschreiten. Und Zypern ist für mich so ein Beispiel, ich persönlich habe es nicht erwartet. Meine Aussichten für Europa, die ich Europa gebe, sind relativ düster, aber so ein Verfahren habe ich auch nicht erwartet, dass es wirklich in Frage kommt. 6% von den Geldern der Bürger einfach wegzunehmen, zu stehlen. Und ich bin auch froh, dass dieses Angebot dankend abgelehnt wurde von dem zypernischen, oder wie man wie sagt man das, Parlament? Zypriotisches Parlament, ja, vielen Dank. Tja, es war wieder diese rote Linie, die überschritten wurde. Und im Laufe der Dinge dürften wir auch erwarten, dass sowas Ähnliches auf uns zukommt. Wir werden schon ständig durch die kalte Steuer enteignet, die Inflation. Sie ist nicht naturgegeben. Ja, ich fächer das Thema jetzt noch etwas aus, da ich die Gelegenheit habe. Ich bitte Sie alle nochmal inständig, sich nicht nur über das GEZ-Thema zu informieren. Informieren Sie sich, was in Deutschland passiert, was mit unserem Finanzsystem passiert, wie betrügerisch es überhaupt aufgebaut ist. Stichwort Geschäftsbanken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Bitte Geldschöpfung aus dem Nichts, informieren Sie sich bitte darüber. Ist das eine Schweinerei, was in diesem Land vorgeht? Dankeschön. Sehr schön. So, was steht hier? BGB Paragraph 241a, unbestellte Leistungen. Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung unbestellter sonstiger Leistungen durch einen Unternehmer an einen Verbraucher wird ein Anspruch gegen diesen nicht begründet. Ja. Da stimme ich zu. Hat denn keiner mehr Lust? Ist euch zu kalt? Das habe ich mich heute Morgen auch gefragt. Wo der lang versprochene Klimawandel bleibt, vielleicht wieder ein Versprechen der Politik, das sie nicht erfüllt. Die Sommer werden heißer, das ist es. Also, wenn niemand mehr etwas zu sagen hat, uns gehen auch die Redner aus, dann würden wir die Veranstaltung langsam ausklingen lassen, uns alle ins Warme begeben. Ich denke, wir können heute auf uns stolz sein, dass wir bei diesem Wetter doch noch rausgegangen sind, dass doch noch so viele Menschen hier sind. Ich danke euch allen vielmals.